Das ist keine Zeitenwende, das ist ein weiter Wursteln ohne konkrete Ziele. Was taugt unsere nationale Sicherheitsstrategie in Deutschland? Herzlich willkommen, liebe Leser und Zuschauer des Deutschlandkurier. Ja, wir haben endlich eine nationale Sicherheitsstrategie, wurde auch vorgestellt vom Kanzler und von der Außenministerin Baerbock. Allerdings wird es den Zielen nicht gerecht. Im Koalitionsvertrag war ja vorgesehen, es gibt eine nationale Sicherheitsstrategie, aber was jetzt fehlt, was einfach unter den Tisch gefallen ist, das ist dieser nationale Sicherheitsrat. Wir stellen uns nun mal vor, diese ganzen Szenarien, die wir jetzt allein in den letzten Jahren hatten. Lieferketten zerschossen, eine Riesenflutwelle im Ahrtal, Corona, Krieg in der Nachbarschaft. All diese Dinge muss ja eine nationale Sicherheitsstrategie auffangen, berücksichtigen. Und das geht nicht, so wie es jetzt vorgesehen ist, ressortübergreifend. Irgendwelche Ministerien treffen sich in einem Zimmer, um ressortübergreifend zu besprechen, wer ist für etwas verantwortlich. Nein, so wie alle G7-Staaten, außer wir, brauchen wir einen nationalen Sicherheitsrat, direkt als Stabsstelle beim Kanzler aufgehängt, um direkt klar, schnell, robust und schlagkräftig führen zu können. Das ist jetzt rausgefallen, nicht weil man sich dazu Gedanken gemacht hat, sondern weil man sich nicht einigen konnte. Man stellt also die Sicherheit Deutschlands runter, stuft sie tiefer ein als das Gerangel der beiden Personen, Scholz als Bundeskanzler und Baerbock als Außenministerin. Diese beiden konnten sich nicht einigen. Baerbock wollte unbedingt bei sich im Ministerium so einen Stab einführen. Scholz wollte zu Recht beim Bundeskanzleramt diesen nationalen Sicherheitsrat. Da haben sie sich zerstritten, konnten sich nicht einigen. Jetzt wurde eine nationale Sicherheitsstrategie vorgelegt ohne nationalen Sicherheitsrat. Das kritisieren wir. Wir hatten in der ersten Legislatur schon gefordert, dass wir diesen Stab brauchen, diesen nationalen Sicherheitsrat. Wir haben es jetzt wieder gefordert, letztes Jahr. Jetzt ist die Strategie da und die taugt höchstens die Hälfte als das, was auf dem Papier steht, weil wir jetzt tatsächlich keine straffe Führungsstruktur haben. Diese Strategie ist also keinen Deut wert ohne diesen nationalen Sicherheitsrat. Das ist keine Zeitenwende, das ist ein weiter Wursteln ohne konkrete Ziele, ohne endlich mal was Ordentliches aufzustellen. Wir als Alternative arbeiten an Lösungen, die diesem Land, die dem Wohl unseres Landes wirklich gerecht werden.